Hola Chica, willst du mal eine Runde fahren mit meiner Karre? Nee, danke. Warum nicht? Ist das deine Frau? Ich meine aber, die gehört zu uns. So, ja. Sie ist verheiratet. Ja, man kann doch brüderlich teilen, oder nicht? Teilst du deine Frauen? Ja? Was macht man doch heutzutage? Alter, Schusser, bist du's? Ja, ich bin. Ja, Bruder, dann mach keine Faxen und fahr weiter hier. Ich mach keine Faxen. Wer bist du denn, Alter? Patron vom Würfelpark, oder was? Genau, ich bin Patron vom Würfelpark. Zum Beispiel, das reicht doch für dich. Ah, verdammte Scheiße. Ich sehe dich ja zum ersten Mal. Hört ihr die Stadt, oder was? Genau. Das habe ich nicht gesagt. Ich rede auch nicht mit dir, du Vollidiot! Susi, komm, mach. Ey, pass auf, ey, jetzt ist respektlos, wenn, ja? Das ist respektlos, Mann, ihr seid respektlos. Wir sind ganz normal. Du hast ihn gerade Vollidiot genannt und willst unsere Frauen haben. Eure Frauen? Achso, dann teilt sie ja auch, oder nicht? Ich glaube, der will mal vom Mount Chiliad laufen. Scheiß auf dich. Yo, Rose! Was geht ab, Alter? Bist du Big oder Little Sosa? Big, Alter, hä? Was ist die Frage? Wir waren hier am Rumfahren mit den Ladies. Warte mal. Stabile Karre an dir. Danke. Lass mal zum Unicorn. Wie heißt denn ihr? Clara. Catalina. Clara, Catalina und Rose. Das wäre doch ein Baba-Titel, oder nicht? Wofür denn? Ja, wofür? Video. Ein Video. Was für ein Video? YouTube-Video. Okay. Und was macht man da in diesem YouTube-Video? Arsch geben. Warte mal. Kein Problem, machen wir. Ich suche Mitarbeiter. Ach was, Mitarbeiter, war Security-mäßig? Nee, alles. Für alles. Ich habe hier heute die Schlüssel bekommen und jetzt brauche ich Mitarbeiter. Warte mal, da wohnst du. Jetzt verstehe ich das. Oh Gott. Hat wohl jemand hier vergessen. Ach da. Ekelhaft, Alter. Ey, hast du eigentlich einen Freund, Rose? Dein Ernst, das fragst du mich jedes Mal. Nein, jetzt ernsthaft, weil jedes Mal ist halt ein anderer Typ, weißt du, da muss man Bescheid wissen. Guck mal, hier liegt einfach eine Rose. Ich habe keinen Freund, sondern einen Mann und das ist immer noch derselbe. Ach was! Yes, Sir! Du hast immer noch nicht rausbekommen, dass er was mit anderen Bitches hat? Du lookst aber sowas von. Du gar nicht, Alter. Oha! Guck mal nach oha, oben. Oha, wie schön. Das sieht schon eher nach Puff aus. Oh, stark. Oha. Was ist das für eine Tapete? Das ist eine... Runter von der Bühne oder ausziehen. Holt, wir lieben dich, Holt, du bist der Beste. Die Klatze spritzen. Kommt doch was anderes außer Fortnite. So, ich hab mir heute überlegt, wir drehen Vierer. Ein Vierer was? Video. Kannst du über bis 4 zählen? Ja, ich kann bis 4 zählen. Ich sehe 3 Bitches im Auto und einen King. Ein Spaß. Kleiner Hund, ne? Hey, warte mal, was macht ihr denn? Was machen wir? Ja, was ist so euer Job? Was macht ihr so den ganzen Tag? Also, ich arbeite später beim MD. MD? Guck mal, wir haben da hier muss eine ich dich leider ficken, tut mir leid. Was? Warum? Weil ich Gangster bin und ich jeden Kopf ficke. Das ist kein MD. Kopf. Also, MD. Ich glaube, Andy, nicht Bibi. Wir suchen Mitarbeiter. Also, ich suche Mitarbeiter. Wir helfen ihr. Also, auch Bitches zum Tanzen. Das sind keine Bitches, das sind Damen, ja? Ja, Damen, Bitches, alles ist das. Das ist der Grund, warum du Single bist. Ja, ich will auch Single sein, Mann, weil ich keine Bitches will. Ewiger Kreislauf. Nein, die Frauen wollen einfach nur nicht dich. Pass auf. Und ich will nicht die Frauen, ne? Ihr seht aber heiß aus. Danke, ebenso. Gib ich gerne zurück. Guck mal, da läuft die Katze. Das ist ein Hund gewesen. Ja, ich weiß, Katze. Das ist ja das Lustige. Wie heißt ihr? Klar. Mein Name ist Taser. Und du? Ich bin Maxi. Taser und Maxi. Ich bin die Rose. Also hast du kein Interesse an einem neuen Job? Nee, erstmal nicht. Vielen Dank. Okay. Aber wenn, dann komme ich auf euch zu. Auf jeden Fall. Okay, super. Oh. Ey, das ist aber schwer, Mitarbeiter zu finden. Ja, natürlich, für so einen Notenberuf wie dein. Ey, ich suche halt deine Fresse. Wir hätten ein Jobangebot und wir brauchen jetzt Frauen, weißt du? Ich bin noch keine Ärztin. Mann, der telefoniert hier so laut! Nee, danke. Wirklich gutes Geld und du hast Spaß bei der Arbeit. Ja, aber nee, danke. Wie, Alter, willst du von der Stütze leben? Wer sagt denn, dass ich von der Stütze lebe? Und was lebst du dann? Von deinem Hund? Der rechts neben? Nee, von meinem Cash. Was für Cash, Mann, wenn du nicht arbeitest? Man muss sich immer arbeiten, um Cash zu bekommen. Ja, fahr dein Fahrrad weiter da. Wie wär's, wenn wir beim PD fragen? Nach Frauen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie cringe. Hä? Oh, dann reicht doch, du hast alles gefickt. Hä? Oh, bitte VDM mich. Oh Gott. Du bist der Böse. Bitte VDM mich, ja, Baby. Oh Gott. Digga, wie kann man so sein? Die arbeiten echt viele Frauen, ne? Warum? Keine Ahnung. Wie soll man zu mir kommen? Mann, ich sag doch, niemand will den Schlampenberuf machen. Nein, wer sagt Schlampenberuf? Mann, wenn du bist der Grund, warum Frauen da nicht arbeiten wollen. Ist dir das eigentlich klar? Warum?
Weil du so abfällig über Warte Frauen mal, arbeitest du da? Arbeitest du da? No. Warum arbeitest du da nicht? Weil ich woanders arbeite. Ja, dann halt deine verschissene Fresse und halt mich damit nicht an. Redest du mit mir? Wie redest du mit mir, Mann? Ich versuche mich hier für euch einzusetzen, euch Mitarbeiter zu finden und laberst mich voll, Alter. Du kannst dich nicht mal einsetzen. Du weißt ja nicht mal, was es ist. Wie was es ist, man tanzt auf einer verschissenen Stange, Alter. Ja, und jetzt nochmal ohne zu stottern. Nicht stottern. Alter, Mann, ich versuche doch jetzt schon, Frau zu klären. Ja, also kannst du vielleicht das Auto reparieren, weil das ist ein bisschen kaputt, ne? Nein, das läuft. Wir fahren ja zu Kali, vielleicht ist da eine Frau. Du wirst bei Kali eine Frau abwerben. Gute Idee. Abwerben als Tänzerin. Ja. Esma war doch auch da. Esra, mit R. Esma, meine Eier! Oh, Rose, du hast den kompletten Joke verkackt. Ja, nee, ja. Du hast den Coke-Joke. Oh mein Gott. Ja, trink mal deinen Coke. Kannst du mir mal erklären, was eine weibliche Dame ist? Gibt's auch männliche Damen? Ja, zum Beispiel du. Ich war aus fester Überzeugung, dass du einen Schwanz hast, Dave. Ey, bitte. Den kann ich dir gerne mal in deinen Mund stecken. Dann kannst du mal ein bisschen dran lutschen. Oh. Gerne, Alter. Deine Nummer habe ich ja. Glaub ich dir sogar. Ich hab einen Kollegen, Olaf Schaf, der steht auf Schwänze. Soll ich mal deine Nummer weiterleiten? Oh Gott, bitte halt die Fresse. Ich analysiere deine Schuhe. Kannst du ja gerne mal da hochgehen. Und, wie findest du sie? Sehr gut, warte, dreh mal um, ich muss von hinten gucken. Ganz krank, das ist ganz krank. Ja. Was war das? Was stimmt nicht mit mir, hä? Was? Tosa, tanzt du vor uns, oder was? Zeig ihm mal bitte, sie ist schüchtern. Ich mach hier Musik an. Kannst mich am Arsch lecken, Alter. Wie ist damit? Doch mal. Ich bin nicht die Frau, Mann, hä? Wenn ich dir entblasen würde, würdest du mir 50.000 geben? Scheißdreck will ich dir. Also, naja, bist du doch nicht reich. Ich will einfach nur nicht von dir reingeblasen bekommen. Ich habe auch aus dem Geld dass man Ich wollte gerade sagen. Vorhin hat sie gesagt, sie hat einen Schwanz. Sie hat sich geliebt. Ja, das war immer noch Sarkasmus, mein Freund. 58.000 habe ich. Darf ich nochmal riechen? Mann! Woran riechen? Ey, das ist so krank. Hör auf. Hör doch. Er will an deinen Arsch Hallo? Ja? Yeah? Was machst du denn hier mit den Frauen? War nur gerochen, ob alles okay ist. An ihrem Arsch? Also, ich habe einen Vorschlag. Wir gehen zum Friseur. Wo sind zum Teufel deine Augenbrauen? Wo sind die? Ich glaube, die kleben noch an deinem Arsch, als ich ran gerochen habe. Ja, ist mal ehrlich, wo sind die Augenbrauen? Oder die sind weggeätzt, weil es so nach Scheiße gerochen hat. Ach so, deswegen wolltest du nochmal dran riechen, du Ekliger? Ja. Yeah. Was hört mich an irgendwie. Möchtest du jetzt hier arbeiten? Widerlich. Ich bin zweimal am Tag. Nee, ganz ich warum ich werde nicht? Das ist wahrscheinlich dein Mundgeruch. Yes. Guck mal, der hat schon einen Anruf bekommen. Safe, ein Typ, der sehr einfach. Was willst du dich bewerben? Wollte ich auch gerade sagen. Safe, viele Typen rufen an. Du bist ein Junge, ich höre doch deine dumme Stimme. Ich Wer bist du denn? Ja. Nein, ach so, du fühlst dich wie eine Frau, bist keine Frau. Ja, dann komm. Oh, ich krieg. Nicht lustig. Ich finde, sowas sollte man. Also, wenn. Also, ich sage dir ehrlich, ich finde, du sollst ihn einstellen. Dann komm mal zum Unicorn jetzt. Komm, Meisters. Du bist die Tänzerin, die sich bewerben möchte. Ja, warum fragst du? Wie heißt du überhaupt hier? Ich heiße Wolf. Oder Wolf. Adjenko Tempest. Ja. Hör auf, um jetzt rumzuschnüffeln. Ich hab alles, sag einfach einen Song. Young Alpha, guter Tag! Sie sind über 18, deswegen gibt es meinen Cock. Meine frischen Penis ist der einzig wahre Unterlage. Ich will Pussy so keine Schwänze, was ist das für ein Scheißladen? Hey, was machst du denn? Ja, wir sind 2022, Mann. 2022, trotzdem bin ich eine Pussy und kein Schwanz, Mann, was ist das für ein Saftladen? Du weißt, dass die Musik aus ist, oder? Yeah, yeah, heute ist ein guter Tag. Ey, yo, Voice Crack, komm mal zum Unicorn. Ey, ich hab scharfe Beute für dich, Mann. Ich hab eine, die hat gesagt, die findet dich gut, Mann. Ey, ich hoffe mal ganz inständig, dass du nicht von uns beiden hier redest, ne? Was? Wie heißt die? Sag ich dir gleich, Mann. Komm her. Korrekt. Komm, Baby. Meinst du Baby? Yes! Was heißt du mit zweiten Namen? Ich hab keinen zweiten Namen. Wir könnten doch heute ein Eis essen gehen und einen schönen Tag haben. Ohne, dass wir uns streiten, weißt du? Das Ding ist... Ich glaube, du kannst nett sein. Aber ich glaube, dass du es einfach nicht willst. Du kannst so, du hast so 5 Minuten, wo du vielleicht mal den Mund hältst. Und dann kommt wieder irgendwas mit Nutten und Schnappen und was weiß ich. Ja, eigentlich bin ich ein ganz lieber, aber das ist erst nach dreimal Eis essen bin ich nett. Hey, Wolfskrieg, das ist Catalina. Catalina, das ist Wolfskrieg. Alam alaikum.
Warte mal, Catalina aus Dortmund? Oh, das Sosa ist das, von der du gesprochen hast. Ja? Hat deine Mutter dir schon mal gesagt, ob sie dich liebt, Sosa? Hat sie schon mal gesagt. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob deine Hurenmutter dich schon mal gesehen hat oder direkt durchgezogen ist, nachdem sie dich rausgepresst hat, du Nottensohn. Ja, ich glaube, der war persönlich, Mann. Ja, ich glaube auch. Das ist ein bisschen dein Ego gekränkt, hä, mein Großer? Was denn, Großer? Erst meine Mutter in Wiederwelt. Er hatte es. Na, alles gut. Bist du die Catalina aus Dortmund? Nee. Du hast ein bisschen zugenommen. Okay. Also, und du siehst genauso scheiße aus wie immer. Soll ich auf deinen Kopf direkt kacken? Das war doch nicht so ein Ding. Das war doch ein Kompliment. Weil jetzt hat die Zeugenhose keine Falten mehr, weißt du? Na klar. An der Stelle würde ich aber auch mal die Jacke zumachen, ne? Weil die diesen Bauch. Nein, meine Nippel werden gleich steif, weißt du, wie ich meine Brust. Warte mal, warum ist es hier so niveaulos? Ja, wir können ganz normal miteinander reden. Wir sind gerade reingekommen. Ja, wir können ganz normal miteinander reden, oder nicht? Lass uns hinsetzen, weil ich glaube, wenn wir es sehen, sind wir ein bisschen nervös. Und dann, wo können wir uns hinsetzen? Wir mal, hier? Wo können wir uns hinsetzen, Catalina? Ich arbeite hier nicht. Ah, okay. Unser Fehler. Arbeitest du hier? Und das wer arbeitet auch? Hier auch nicht? Nein. Auch nicht? Wer arbeitet hier überhaupt? Das ist einfach packt auf eine Tür, oder wie? Ja, Homie, hier darf jeder herkommen. Von wo sprichst du, Alter? Von deinem Wohnzimmer, mein Bester. Die suchen noch Mitarbeiter, ne? Keine Ahnung. Aber ist das Catalina, die anfängt? Holla, die haut mich grün und blau, die Alte. Wow. Ja, was geht? Ich hab deinen Namen vergessen, Rose? Ja. Ja, wie geht's dir? Gut, danke dir. Ja, auch gut. Ey, was? Oh, okay, direkt Bro-Handzeig, Alter, komm. Bisschen staubig unten rum, ha? Ja. Jetzt mal hin, Rose. Wie geht's dir? Gut, danke. Lange nicht mehr gesehen. So gottlos. Ich hab's vermisst. So, ja, kannst du die Catalina holen? Warum? Was willst du von ihr? Ja, ich meinte ja irgendwie, die wollte ja was von Voicecrack. Ich will jetzt nicht so laut reden. Wer ist Voicecrack? Links neben mir, mein bester Freund hier. Du bist Voicecrack. Ich will nichts von Voicecrack. Oha, wo ist die? Nein, ich bin Toni. Toni, warte mal, hast du nicht mal Bilder von Frauen unter den Rücken gemacht? Nein. Er hat vieles gemacht. Meinst du Rick? Nein. In Dortmund. Das war Rick. Doch, das war Rick. Voicecrack macht sowas nicht. Warte mal. Rick Sanchez. Pass auf dich, dass du das von mir denkst, ja? Und mir jetzt mal einen Chai.